Wort hat der Abgeordnete Jan Schalauske, Fraktion Die Linke. Bitte, Jan. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Das Land Hessen bzw. die Landesregierung hat sich mit den Kommunalen Spitzenverbänden darüber verständigt, wie das Land die Kommunen finanziell ausstatten will. Das ist nicht mehr und nicht weniger als die Aufgabe der Landesregierung und des Landes Hessen. Und darüber kann man natürlich, wie der Kollege Matthias Wagner jetzt einfordern, dass da Dankesbekundungen und Behuldigungen seitens des Landtags kommen sollen. Man kann aber auch einfach einmal festhalten, dass das die Aufgabe des Landes ist. Und man kann dann die Kommunen dafür beglückwünschen, wenn sie ihre Verhandlungsziele erreicht haben. Und Sie haben gefragt, was man denn alles falsch finden kann. Darüber können wir ja noch sprechen. Und ich glaube, niemand stellt in Abrede, dass es gut ist, dass die Kommunen ihre Ziele erreicht haben und dass in Krisenzeiten die Landesmittel aus dem KFA mit Mitteln aus dem Sondervermögen ausgebessert und aufgebessert werden. Allerdings, und das haben Sie nicht dazu gesagt, ist doch deutlich geworden, dass der KFA in einer solchen Krise alles andere als sattelfest ist, weil sonst bräuchten Sie ja diese Regelungen gar nicht. Denn ursprünglich war die Nachbesserung des KFA, die ja auch auf Rechtsprechung zurückging, dafür da, den Kommunen eine verfassungsmäßige Mindestausstattung und darüber hinaus Mittel für freiwillige Ausgaben zu garantieren. Und diese Krise zeigt, dass das nicht gelungen ist und dass da etwas falsch ist an der Systematik im KFA. Und jetzt ist es diese Landesregierung, die zumindest auch im CDU-geführten Teil seit 20 Jahren die Kommunen geknechtet hat, sie finanziell nicht genügend ausgestattet hat. Selbst diese Landesregierung sieht sich jetzt gefordert in der Krise, dass sie die Kommunen mit dem im Kern gescheiterten KFA nicht allein im Regen stehen lassen kann, weil sonst wirklich Ungemach drohen würde. Und es ist doch richtig, wenn die Kolleginnen und Kollegen aus der Opposition darauf verweisen, dass das Corona-Sondervermögen es natürlich der schwarz-grünen Regierung deutlich leichter macht. Denn sie finanzieren ja die Hilfen für die Kommunen eben genau aus diesem Sondervermögen und auch aus weiteren Bundesmitteln. Und dann ist es auch richtig, wenn man ihnen sagt, das ist ja schön, dass sie sich diese Möglichkeiten gewähren. Da haben wir vielleicht auch noch mal eine andere Auffassung als SPD und FDP. Aber der Hinweis ist doch richtig. Sie nehmen sich die Mittel aus dem Sondervermögen, um die Kommunen besser zu finanzieren. Aber den Kommunen selber verwehren Sie solche Möglichkeiten mit Ihren ganzen Knebelverträgen, mit Ihren Aufforderungen, Ihren Konsolidierungsvorstellungen. Und da ist es doch ein bisschen fehl am Platze, sich hier als großer Retter darzustellen und feiern zu lassen, meine Damen und Herren. Ja, und dann ist es auch schön, sich hinzustellen und zu sagen, dass es für bestimmte Bereiche wieder Geld gibt. Und Herr Wagner, jetzt hören Sie genau zu. Wir sagen auch nicht, dass das falsch ist. Im Grundsatz finden wir das richtig und auch gut. Wie soll man das auch eigentlich falsch finden? Aber, und zur Wahrheit gehört eben auch, dass in den Bereichen, die Sie hier nennen, Landesmittel schon lange, lange überfällig sind und dass es vor allem in den Bereichen jetzt Mittel gibt, in denen die Landesregierung sich seit Jahren, ja, man muss ja sagen, seit Jahrzehnten mehr als knausrig gezeigt hat. Und das gehört zur Wahrheit dazu, das verschweigen Sie aber gern. Und es ist doch schön, wenn es jetzt Investitionen für Kitas, für Schulen, für Digitalisierung und ÖPNV gibt. Nur sind das alles die Bereiche, die nicht nur wegen der Corona-Krise finanziell in Schwierigkeiten sind, sondern weil die Kommunen seit Jahren und Jahrzehnten hier einen enormen Nachholbedarf haben, weil sie eben vom Land chronisch unterfinanziert worden sind. Den Mangel, den Sie hier adressieren, der beseitigt auch, der wird auch nicht durch die Summen, die Sie hier verteilen, beseitigt. Und Sie müssen schon dazu sagen, dass Sie erheblich selber dazu beigetragen haben, dass der Mangel in den Kommunen überhaupt erst entstanden ist.
Und dann passt es ins Bild, dass Sie wieder Sondertatbestände schaffen, Sondermittel zur Verfügung stellen. Nur das Problem ist, mit einer klaren, mit einer nachvollziehbaren und angemessenen Finanzierung der Kommunen hat das mit den Sondertatbeständen alles wenig zu tun. Dann sollten wir uns noch ein paar Fragen im Detail angucken, gemeinsam in den Haushaltsberatungen mit den Kommunen. Was sich auf den ersten Blick gut anhört, muss dann auch geprüft werden auf die Verteilungswirkung zwischen den Kommunen, wie das mit dem Verzicht der Spitzabrechnungen eigentlich sich dann in den weiteren Jahren verteilt und welche Kommunen davon dann auch im Jahr 2022 besonders profitieren und welche auch nicht. Und dann muss man natürlich auch noch einmal über diese konkreten Schutzmaßnahmen, wie Sie sie bezeichnen, etwas sagen. Weil Sie finanzieren hier den Kommunen Maßnahmen, die reichlich spät erfolgen. Wir haben heute schon darüber gesprochen, dass es in dem Schulbereich seit Jahren bekannt ist, dass es erhebliche Mängel gibt. Ich meine, einige mögen das bestreiten, aber die meisten von uns wissen, dass es in Hessen sogar Schulen gab, die aufgrund von räumlichen Mängeln gesperrt werden mussten. Und dann ist es doch völlig zu Recht, wenn man da nachfragt, ob das, was Sie jetzt auf den Weg bringen, überhaupt ausreicht, den Sanierungsstau in den Schulen zu beseitigen. Gelinde denn die Kommunen überhaupt und die Schulen Corona-winterfest zu machen, ob die Verbesserungen da dann tatsächlich ausreichen. Insgesamt kann man noch einmal feststellen, die Übereinkunft von Land und Kommunen, die sichert die Kommunen gegen kurzfristige, immense Finanzierungsprobleme einigermaßen ab. Aber was mit den dann in den nächsten Jahren auftretenden Defiziten passiert und ob das, was hier vereinbart wird, dann wirklich ausreicht, das werden erst die nächsten Monate zeigen. Aus unserer Sicht geht kein Weg daran vorbei, zu einer dauerhaften, besseren, gerechteren und auskömmlicheren Finanzierung der Kommunen zu kommen. Das gilt auch über eine gerechtere Ausgestaltung unseres Steuersystems. Sie kennen da unsere innovativen Vorschläge, mit denen wir auch die Finanzen der Kommunen besser ausstatten können. Eines jedenfalls ist klar, spätestens wenn Sie in einem immer größeren Teil versuchen wollen und versuchen werden, die aufgenommenen Kredite zurückzuführen, dann erst wird sich wirklich zeigen, wer die Kosten der Krise trägt. Wir jedenfalls setzen uns dafür ein, dass es nicht die breiten Teile der Bevölkerung und auch nicht zulasten der Kommunen geht. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Schalauske. Das Wort hat der Abgeordnete Michael Reul, CDU-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die Beiträge der Opposition von Seiten der SPD und FDP kann man ganz kurz zusammenfassen: Chance verpasst. Meine sehr geehrten Damen und Herren, es war wieder ein typisches Oppositionsritual. Anstatt anzuerkennen, dass die Landesregierung mit den kommunalen Spitzenverbänden ein hervorragendes Ergebnis für beide Seiten erreicht hat. Das Land hat wieder einmal gezeigt, dass es Partner der Kommunen und die Kommunen sind sehr erfreut über die Leistungen, die sie mit dem Land vereinbaren konnten. Deshalb ein herzlichen Dank an die, die alle verhandelt haben. Es ist eine sogenannte Win-Win-Situation entstanden. Und das könnte die Opposition auch einmal anerkennen an dem heutigen Tage. Meine sehr geehrten Damen und Herren, in den vergangenen Monaten hat sich die Welt für uns alle stark verändert. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie haben vor kaum jemandem Halt gemacht und auch nicht vor den Kommunen. Deshalb hier gilt es, Danke zu sagen. Den Städten, Gemeinden, Landkreisen, diese haben in den vergangenen Wochen und Monaten einen riesengroßen Anteil zur Bewältigung der Herausforderungen dieser Pandemie geleistet und leisten diesen immer noch. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Gesundheitsämtern sind wie noch nie in den Blickpunkt geraten und stehen seit Monaten unter Dauerdruck. Die oft, meistens kommunalen Krankenhäuser sind mit völlig neuen Herausforderungen konfrontiert worden. Schulen haben und hatten mit Einschränkungen bzw. neuen Herausforderungen wie Fernunterricht oder Homeschooling zu arbeiten. Es gab und gibt neue Unterrichtskonzepte,
die wiederum neue Raumkonzepte bedingen, für die Schulträger sicher nicht immer einfach. Die Kitas hatten wochenlang geschlossen und öffnen jetzt wieder und haben wieder geöffnet unter Einschränkungen. Und ganz wichtig, die Steuereinnahmen sind weggebrochen und höhere Sozialausgaben müssen getragen werden. Dies wirkt sich negativ auf die Einnahmesituation der kommunalen Seite aus. Überall dort in den Kommunen merken auch die Bürgerinnen und Bürger die Handlungsfähigkeit der Politik am ehesten. Hier ist Politik erfahrbar. Dass wir die Krise bisher so gut gemeistert haben, ist auch einem großen Teil den vor Ort arbeitenden Bürgermeisterinnen und Landräten sowie den vielen ehrenamtlichen Mandatsträgern zu verdanken. Herzlichen Dank dafür. Dass die Kommunen ihre Aufgaben erledigen können, dafür benötigen sie eine angemessene Finanzausstattung. Das muss auch in diesen Zeiten so sein. Es war daher schon ein wichtiges Signal, dass wir in dem Sondervermögen Hessens gute Zukunft sichern, Mittel in einer Höhe von 2,5 Milliarden Euro für die Kommunen vorgesehen haben. Das Ergebnis der Gespräche kennen Sie sehr erfolgreich. Über 3 Milliarden Euro stellen wir den Kommunen zur Verfügung. Dies ist ein sehr gutes Verhandlungsergebnis. Und ich glaube, wir können uns bei dem Finanzminister und dem Innenminister sehr herzlich bedanken und den beteiligten Spitzenverbänden, dass dies so gemeinsam gelungen ist. In dem Paket stecken drin die Kompensation der Gewerbesteuermindereinnahmen, 661 Millionen durch das Land, 552 Millionen durch den Bund. Dies wurde schon thematisiert. Und auch, dass die Stadt Frankfurt 440 Millionen Euro da bekommt. Lassen Sie mich an dieser Stelle anmerken, der Finanzminister kann sich sehr recht dazu äußern und seine Meinung äußern, auch wenn Verfahren anstehen. Er ist nicht in der Öffentlichkeit mit einem Maulkorb versehen oder sonst irgendwas, Herr Kollege Hahn, sondern er hat das gute Recht, sich dazu zu äußern und seine Position und die Position darzustellen. Dies ist in einer Demokratie so, und das gilt genauso auch für unseren Finanzminister. Ein ganz wichtiger Teil des Kommunalpaktes ist die Stabilisierung und auch Verstetigung des kommunalen Finanzausgleiches. Gerade für finanzschwächere Kommunen bietet er eine wichtige Einnahmequelle und ist für deren Planungssicherheit von ungemeiner Bedeutung. Mit den Mitteln von insgesamt 1,4 Milliarden Euro wird der KFA nicht nur stabilisiert, sondern wächst in den kommenden Jahren auch jährlich um 112 Millionen sehr stark an und erreicht 2024 einen Umfang von 6,5 Milliarden Euro. Dies ist beispielhaft bundesweit, gerade in diesen schwierigen Zeiten. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, ich verstehe die Kritik der SPD an dieser Stelle überhaupt nicht. Der kommunale Finanzausgleich war bis vorher, vor dem Alsfeld-Urteil, vollkommen risikobehaftet von den schwankenden Steuereinnahmen in den Kommunen. Nach dem Alsfeld-Urteil haben wir ein gutes Gesetz gemacht und haben die Stabilität vorangetrieben und haben das Risiko auf das Land genommen, die jetzt Steuereinnahmen, die verschieden sind, dann auch wieder ausgleichen kann. Aber in den Berechnungen von den sinkenden Steuereinnahmen hätten wir ein großes Loch im kommunalen Finanzausgleich, und dies gleichen wir aus durch das Sondervermögen. Und nur durch die Mehrjährigkeit des Sondervermögens können wir dies gewährleisten in den nächsten Jahren, dass wir diese immensen Summen aufbringen können und den Kommunen ihre Stabilität und Sicherheit für die nächsten Jahre auch weiter gewährleisten können. Dies ist ein sehr großer Erfolg. Weitere Maßnahmen sind natürlich der Kollege Wagner hat es zu Beginn schon gesagt, für die Krankenhäuser 160 Millionen, insgesamt 1 Milliarde Euro. Die Kompensation der Kita-Gebühren, da gab es ja sehr viele Anträge der Kommunen. Und da muss man sagen, wir haben Wort gehalten. Wir haben den Kommunen die Unterstützung gegeben, und wir wissen auch, wo der Schuh drückt. Und wir haben dies in den Verhandlungen auch dort mit dem Maß, das dafür notwendig ist, mit beachtet. Aber, meine sehr geehrten Damen und Herren, was ich nicht verstehen kann, wenn hier das Lob auf die SPD-Bundesministerin Giffey gesungen wird. Entschuldigung, wir haben es ihr ja zu verdanken, dass das Programm, das sie erst einmal angestoßen hat, dann ausgelaufen ist und dass sie die Länder und Kommunen alleine gelassen hat. Das Land Hessen hat dann erst einmal die Summen wieder ausgeglichen. Und jetzt in der Notsituation hat Frau Giffey noch einmal ein neues Programm aufgelegt. Bleiben Sie bei der Wahrheit, das können Sie nachlesen. Die großen Probleme sind entstanden durch die Bundesministerin und nicht durch die Gewährleistung der Konstanz dieser Beträge. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, zu diesem Komplex gehört es mit dazu,
das Land ist eingesprungen für die Defizite des Bundes. Wir haben 92 Millionen € vorgesehen, im Haushalt 21 weitere 50 Millionen € und jetzt noch einmal 27 Millionen € draufgelegt. Das sind insgesamt 169 Millionen €, die wir leisten für unsere Kommunen im Bereich der Kindergärten. Und jetzt kommen die 77 Millionen € weiterhin dazu, dass wir insgesamt auf 250 Millionen € kommen für den Bau von Kitas. Dies ist eine immense Leistung, und diese Leistung haben wir stabilisiert, gewährleistet und sind dort in die Lücke gesprungen, die der Bund gerissen hat. Weitere Mittel sind die Mittel für den ÖPNV und die Mittel für den KFA mit 331 Millionen €. Meine sehr geehrten Damen und Herren, auch dies ist ein wichtiger Punkt insgesamt zu den 3 Milliarden €. Und lassen Sie mich, bevor ich zum Schluss komme, auf Herrn Schalauske eingehen. Er hat gesagt, die Kommunen werden geknechtet, und jetzt wird ausgeglichen, was in der Vergangenheit nicht gemacht worden ist. Haben wir die Kommunen geknechtet, indem wir mit der Hessenkasse ein bundesweites vorbildliches Programm aufgelegt haben? Haben wir die Kommunen geknechtet, indem wir im kommunalen Schutzschirm ihnen geholfen haben? Haben wir sie geknechtet, indem wir Kommunalinvestitionsprogramme über 1,5 Milliarden € aufgelegt haben? Ist dies ein Knechten oder ist dies eine beispielhafte Hilfe, die bundesweit ein Beispiel ist, wie wir den Kommunen geholfen haben, meine sehr geehrten Damen und Herren? Ich bleibe dabei. Sie haben die Chance heute verpasst. Sie hätten heute einmal positiv dazu reden können, dass Sie sich freuen, dass das Land Hessen gemeinsam den Kommunen in dieser Notsituation so stark hilft. Wir sorgen für eine deutsche Stabilisierung der kommunalen Finanzen. Wir erhöhen die Planungssicherheit der Kommunen, gewährleisten die Finanzierung wichtiger Einzelmaßnahmen und sind in enger Zusammenarbeit mit den kommunalen Spitzenverbänden verbunden. Das Land ist und bleibt der Partner der Kommunen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Kollege Reul. Das Wort hat der Finanzminister, Staatsminister Boddenberg. Bitte sehr. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Kolleginnen und Kollegen! Erst einmal herzlichen Dank dafür, dass wir heute Morgen über diesen Punkt reden können. Ich glaube, es ist in allen Beiträgen deutlich geworden, dass die Mehrheit des Hauses das, was wir mit den Kommunen vereinbart haben, grundsätzlich begrüßen. Die einen drücken ihre Freude etwas verhalten oder so spät aus, dass man es fast nicht mehr vernimmt. Und andere, glaube ich, sagen zu Recht, dass wir, und da bin ich ausdrücklich der Meinung derjenigen, die sagen, dankbar sein können dafür, dass wir mit den kommunalen Spitzenverbänden ein solches Ergebnis erzielen konnten. Und dieser Dank gilt auch von meiner Seite ausdrücklich den Vertretern der Kommunen, die sich äußerst fair und kreativ und konstruktiv in diese Verhandlungen eingebracht haben. Ich will noch einmal daran erinnern, Kolleginnen und Kollegen, und schon auch noch einmal zur Sache reden. Hier ist ja eben von Michael Reul zu Recht darauf verwiesen worden, dass wir in den letzten Jahren eine sehr, sehr intensive Begleitung der Kommunen hatten in ihren Haushalten und finanziellen Nöten. Das will ich ausdrücklich feststellen. Ja, wir hatten irgendwann einmal 5 Milliarden € Kassenkredite bei den Kommunen. Die haben wir gemeinsam abgelöst. Auch das ist kein alleiniges Landesthema, sondern ein Thema, das wir gemeinsam mit den Kommunen lösen. Ich glaube, manche Kommunen wären auch etwas befremdlich aus dieser Debatte herausgegangen, wenn wir gesagt hätten, alle diejenigen, die diese Kassenkredite angehäuft hatten, werden eine hundertprozentige Erstattung bekommen. Mir ist hin und wieder parteiübergreifend von Bürgermeistern schon auch die Frage gestellt worden, wieso helft ihr eigentlich denen, die in der Vergangenheit jedenfalls nicht so konsolidiert unterwegs waren wie wir in unseren Haushalten, das manchmal in der Nachbarkommune. Deswegen muss man auch dort, glaube ich, Acht geben, dass man durch eine Beteiligung des Landes am Ende aber nicht zu einer Lähmung der Bemühungen führt auf kommunaler Ebene, was die Konsolidierung der kommunalen Haushalte anbelangt. Herr Kollege Hahn, Sie haben zu Recht darauf hingewiesen, und ich will das ausdrücklich einmal sagen. Mir muss keiner Danke sagen für das, was wir da gerade machen. Das ist nicht mein Geld, es ist nicht unser Geld, es ist, wenn, dann Geld der Steuerzahler und leider im Moment erforderlich. Ist das jetzt eine neue Erkenntnis für Sie, Herr Kollege Rudolph? Okay. Also, es ist, wenn, dann das Geld der Steuerzahler und leider zurzeit in dieser Krise, in der wir sind, Geld, das wir auf dem Kapitalmarkt leihen müssen. Das ist doch gar keine Frage. Und ich will noch einmal sagen, niemand von uns erwartet Schulterklopfen dafür, dass wir dieses Geld ausgeben.
Was ich aber hin und wieder erwarten würde, wäre, dass Sie sich mit der Frage auseinandersetzen, setzen die denn die richtigen Prioritäten bei der Verausgabung dieser Mittel? So, und das hat Herr Kollege Hahn gemacht. Ich finde, Kollege Wagner hat zu Recht an vielen Stellen gefragt, sind Sie mit dem, was wir dort vereinbart haben, einverstanden, ja oder nein? Und ich will ausdrücklich noch einmal feststellen, mein Eindruck war heute, dass Sie mit den meisten dieser Punkte einverstanden waren. Und das ist ja erst einmal auch ein gutes Ergebnis auf Ebene des Landes. Die Kommunen sind deswegen schon einverstanden, weil sie den Vertrag unterschrieben haben. Und ich will auch noch einmal, Herr Weiß, zu der Thematik kommen, die Sie aufrufen, nämlich ist das Wahlkampf. Also ich kann nichts für den Wahltermin, den haben irgendwann einmal der Gesetzgeber festgelegt, der ist nun einmal im nächsten März. Ja, ich glaube, Sie haben auch irgendwann von Wahlkampf gesprochen, andere jedenfalls haben es getan. Und ich kann nichts dafür und niemand von uns kann etwas dafür, dass wir diese Krise zu diesem Zeitpunkt haben. Und wäre denn die Schlussfolgerung, dass im März eine Kommunalwahl stattfindet, die, dass wir sagen, weil Wahlkampf ist, machen wir lieber nichts, bevor man uns vorwirft, dass das Wahlkampfhilfe ist? Das ist ja absurd, Kolleginnen und Kollegen. Und vor dem Hintergrund wäre ich dankbar, wenn wir auch das einfach einmal weglassen könnten. Denn noch einmal, wir haben hier unsere Pflicht getan, das Land, den Kommunen zu helfen. Wir haben dazu die Möglichkeiten geschaffen über einen Weg, über den man trefflich streiten kann. Auch das ist heute Morgen hier gesagt worden. Das kann man aber auch einmal weglassen, weil ich glaube, wir sollten uns heute wirklich einmal den Kommunen und den Situationen vor Ort kümmern, zuwenden und nicht die alten Debatten aus dem Sommer wiederholen. Das machen wir noch so oft an anderer Stelle, am Ende vor dem Staatsgerichtshof, dass ich glaube, dass man es einfach einmal weglassen könnte. So, und zurück zu den Kommunen. Wie geht es denn den Kommunen? Wie geht es denn den Kommunen? Wir haben aktuell vor Corona die Situation gehabt, dass 98% der Kommunen in Hessen ausgeglichene Haushalte geplant haben für dieses Jahr. 98%. Kann man sagen, es sind noch 2%, die fehlen, aber ich finde, das ist erst einmal ein guter Weg. Wir hatten Ende 2019 Rücklagen bei den Kommunen, insbesondere für kommunale Investitionen von 4 Milliarden €. Das heißt, die Kommunen sind und waren vor dieser Krise in einer, ich finde, herausragend guten Situation. Übrigens auch im Vergleich zu den Kommunen in vielen anderen Ländern. Und wenn Sie bei der Hessenkasse eben noch einmal kurz Halt gemacht haben, ich glaube, auch das war Herr Kollege Weiß, will ich daran erinnern, dass es vor wenigen Monaten eine Statistik des Statistischen Bundesamtes gegeben hat, bei der es einen deutlichen Rückgang der Kassenkredite der bundesdeutschen Kommunen gegeben hatte, von dem aber über 30% dieses Rückganges von hessischer Seite zu verantworten war. Und das ist ausdrücklich übrigens auch parteiübergreifend bis hin zum Bundesfinanzminister, der, glaube ich, auch seinerzeit sich dazu geäußert hat, gelobt worden. Könnte man ja hier aber auch mal machen, aber geschenkt. Ich habe ja gesagt, wir brauchen keinen Dank und kein Lob aus Opportunitätsgründen, sondern hin und wieder vielleicht nur den Hinweis, ob Sie was gut, falsch oder richtig finden. Ich will aber auch noch einmal daran erinnern, wo wir denn herkamen. Ja, 2010, Herr Kollege Hahn, war der kommunale Finanzausgleich in einer Größenordnung von knapp 3 Milliarden €, genau von 2,84 Milliarden €. Vor der Krise 2020 und tatsächlich auch zahlungswirksam in diesem Jahr 2020 waren wir bei 5 Milliarden 999 Millionen, also deutlich mehr als das Doppelte, alles deutlich mehr in 10 Jahren als das Doppelte in diesem Bereich der Schlüsselzuweisungen und der sonstigen Teile des kommunalen Finanzausgleichs. All das gehört auch zu dieser Debatte dazu, Kolleginnen und Kollegen. Und insofern glaube ich, dürfen wir sagen, wir haben ein gutes Ergebnis erzielt, mit dem die kommunale Seite auch zufrieden ist. Und zum Ablauf dieser Gespräche und Verhandlungen will ich vielleicht so viel sagen. Sie wissen, dass wir seit Beginn der Krise regelmäßig mit den kommunalen Spitzenverbänden über diese Krise und konkrete Maßnahmen vor Ort reden. Seit Beginn dieser Maßnahme nahezu im Wochentonus, manchmal sogar zweimal die Woche. Im Verlauf dieser Debatten ging es immer wieder um die Frage, wer ist denn zuständig und wer muss am Ende zahlen. Und ich habe vom ersten Tag an immer wieder erklärt, lass uns darüber nach der Sommerpause reden. Wir schaffen ein Budget, das uns für längere Zeiträume als nur für das Jahr 2020 Planungssicherheit und Ihnen damit ebenfalls Planungssicherheit gewährt und haben diese Dinge in den damaligen vor der Sommerpause stattfindenden Gesprächen mit den Kommunen einfach einmal zurückgestellt bis zum Zeitpunkt nach der Sommerpause. Und als wir dann über das Gesetz die Mittel hatten, haben wir unverzüglich Gespräche angefangen mit den Kommunen und darüber geredet, was gehört denn alles in diesen Topf von 2,5 Milliarden hinein.
Und dort haben die Kommunen sich geäußert, dort haben wir uns, das Finanzministerium und die Ressortkollegen geäußert und am Ende ein Ergebnis zustande gebracht, von dem ich sage, es ist auch ausgewogen. Weil wir ja auch in dieser Zeit Acht geben müssen, dass wir beispielsweise steuerstarke Kommunen, gewerbesteuerstarke Kommunen durch die Erstattung der Gewerbesteuer zwar ordentlich bedient haben, auf der anderen Seite aber gewerbesteuerschwächere Kommunen anteilig hinten runterfielen, wenn man nicht in irgendeiner Form berücksichtigt, dass wir dort eine gewisse Unwucht ausgleichen müssen. Und deswegen war es den Kommunen insgesamt, aber auch uns sehr wichtig, den kommunalen Finanzausgleich als wesentlichen Teil dieser Vereinbarung vorzusehen und zu einer Verstetigung zu kommen. Und das hat nicht nur mit Planungssicherheit zu tun, sondern das hat damit zu tun, dass die Kommunen gerade im ländlichen Raum zu Recht der Meinung sind, dass sie Mittel und Kompensation von Ausfällen durch die krisenbedingten Risiken brauchen, die nur über den kommunalen Finanzausgleich möglich sind. Und das war das, was eben angesprochen worden ist, in einer Größenordnung von 1,4 Milliarden aus diesen 2,5 Milliarden. Aber ich will hinzusagen, natürlich fehlt den Kommunen im Vergleich zur mittelfristigen Finanzplanung vor der Krise noch einmal deutlich mehr. Denn eigentlich wären die 2024 mittelfristige Finanzplanung bei 6,7 Milliarden gelandet. So landen wir jetzt bei 6,477 Milliarden. Das sind immerhin noch 230, 240 Millionen weniger für ein Jahr. Und das können Sie auch für die anderen Jahre zusammen sicherlich auf einen hohen dreistelligen Betrag kumulieren, der ebenfalls fehlt. Ich will also damit sagen, die Kommunen schwimmen jetzt nicht im Geld, sondern wir haben einen Teil der Lasten, die Corona verursacht hat, gemeinsam mit den Kommunen gelöst, aber längst noch nicht die Baustelle insgesamt beseitigt. Und deswegen ist es, Herr Minister, Sie denken an die Redezeit. Fertig. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns einen Reservepool gehalten und geschaffen haben, um beispielsweise kofinanzieren zu können, wenn der Bund noch einmal kommt. Deswegen ist es wichtig, dass wir zu den 2,5 Milliarden über 300 Millionen aus dem Kernhaushalt zur Kompensation des KfA hinzugefügt haben. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir 250 Millionen vorhalten, um den öffentlichen Personennahverkehr und die Ausfälle dort auch im nächsten Jahr, möglicherweise im übernächsten Jahr, noch einigermaßen mit auffangen zu können. Und all das, Kolleginnen und Kollegen, vielen Dank, Frau Müller, führt für mich dazu, dass ich für heute zufrieden bin, aber sehr wohl weiß, dass da noch einiges zu tun ist. Und eine letzte persönliche Bemerkung, Herr Kollege Hahn, zu dem, was Sie zu meinen Äußerungen in Richtung des Kämmerers der Stadt Frankfurt gesagt haben. Ich habe Uwe Becker schon vor Wochen und Monaten auch außerhalb dieses Vorgangs gesagt, weil wir streiten ja immer wieder mal über Geld. Für uns beide gilt, beim Geld hört die Freundschaft nicht auf. Und das, was ich zu dem gesagt habe, was Sie eben zitiert haben, will ich nur insofern noch einmal vielleicht darum ergänzen, dass ich festgestellt habe in dieser Presseerklärung, dass es selbstverständlich das gute Recht ist, auch einer Gebietskörperschaft wie der Stadt Frankfurt Klage zu führen. Selbstverständlich, haben Sie nur weggelassen zu zitieren, steht vor dem Satz, den Sie zitiert haben. Auf der anderen Seite, ich aber doch durchaus auch befremdet sein kann, dass das unmittelbar in einem Zeit oder zu einem Zeitpunkt passiert, wo wir gerade an anderer Stelle, wie ich finde, ordentlich geholfen haben. Und nur das habe ich gesagt, und das nehme ich nicht zurück. Ich könnte jetzt sagen, ich war ein bisschen befremdet, wenn Ihnen das hilft. Aber grundsätzlich fand ich, war der Zeitpunkt etwas außergewöhnlich. Und insofern habe ich da nichts zurückzunehmen. Vielen Dank fürs Zuhören. Herr Minister, vielen Dank. Ich sehe keine weiteren Wortmeldungen mehr. Dann ist diese Aktuelle Stunde, diese beiden Aktuellen Stunden behandelt. Und bevor wir zur nächsten kommen, ist verteilt worden ein dringlicher Antrag der CDU und Bündnis 90 die Grünen, Weiterbau BAB 49, Drucksache 204072, Dringlichkeit wird auch bejaht, das ist dann Top 97. Und wir können nach Top 87 der Aktuellen Stunde, wird das aufgerufen, heute Abend wird es abgestimmt.